Lose Beine, loses Furnier und lose Ablage. Hier ist wirklich einiges an Arbeit vor mir. Und zuallererst habe ich mal die Ablage verstärkt. Und danach habe ich die schadhaften Stellen glatt geschliffen. Normalerweise nehme ich Scheiben immer raus und schraube die Türen ab, wenn ich Möbel streiche. Aber dieses Mal habe ich abgeklebt und mich für die linke Tapete entschieden. Dieses Blau aus der Tapete und diesen wolkigen Effekt möchte ich jetzt auf die Vitrine übertragen. Und dafür nehme ich Kreidefarbe. Nach dem Grundanstrich bearbeite ich jetzt die Oberfläche mit einem Schwamm und einem dunkleren Blau. Das habe ich stark mit Wasser verdünnt, um einen Aquarelleffekt zu erzielen. Da die Tapete einen Vintage-Effekt hat, übertrage ich das auch auf den Rahmen und schleife alle Ecken und Kanten an. Außerdem patiniere ich noch mit dunklem Wachs. Die Tapete befestige ich mit extra starkem Sprühkleber auf der Rückwand. Zum Schluss kommen noch neue Möbelgriffe an die Türen und wo mal das Schloss war, kommt noch eine Blende drauf.